Guten Tag, meine Leute, und willkommen zurück zu Yoshi's Island. Im letzten Part haben wir den Welt 1 Boss besiegt und heute war ich zu dem, euch meine Stimme aufzunehmen für 4 Parts und dachte mir, holst den Opfer dazu und jetzt haben wir ein neues Opfer. Stell dich mal vor, neues Opfer. Hallo, ich bin Handy. Ja, ich bin das Opfer. Ich bin der Nigger, der arbeiten darf. Also, ich habe nichts gegen Schwarze, nein, falls ihr fragen solltet. Wenn ich ein bisschen aufdringlich wirken sollte, so sind wir halt. So bin ich geboren worden, damals. Damals im Weltkrieg. Damals im Weltkrieg. Ja, und okay, Piki mir habe ich angefleht, weil er nicht alleine alles kommentieren wollte und das so langweilig wird. Da dachte ich so, ja komm, du hast genug Geld und ja komm, mach sie das mal. Ja, genau. Genau so war es, ne? Und sonst würde ich nach Deutschland kommen und den mit einer Knarre betrunnen, also. Stimmt, ja. Hat er keine andere Wahl. Ja, stimmt. Also, muss sein. Ja, also wir haben uns überlegt, wir reden heute irgendwie so über Was-wäre-wenn-Themen. Genau, so random einfach irgendwas. Handy hat da so eine Liste von ungefähr 16 Was-wäre-wenn-Fragen. Ja. Das waren 12, ich glaube 12, oder? Warte mal. Ja, 12. Ja, wow. Egal. Es ist genug. Krieg mal alle durch! Krieg mal alle durch. Ja, genau. Oh, ja. Ja. Was wäre, wenn du jetzt schlafen müsstest? Haben wir ja gerade schon gedacht, ob wir das zuerst nehmen und wir machen einfach mal so drauf los. Also, wenn ich nicht schlafen müsste, ja, wäre ich erstmal froh, dass ich nicht schlafen müsste, weil immer wenn ich aufwache, fühle ich mich komplett scheiße, egal ob ich krank bin oder nicht. Und wenn ich krank bin, ist es nur noch schlimmer. Also, wenn ich nicht schlafen müsste, würde ich irgendwie so die ganze Nacht einfach irgendwie Videos editieren oder so. Ja, ich glaube einfach auch, wenn man nicht schlafen müsste, also dann wäre es ja eigentlich für uns Gewohnheit. Das heißt, wir würden uns nicht anders kennen. Ja. Und das heißt, wir hätten einfach noch viel mehr Zeit für alles und... Ja, da würde auch weniger Stress dadurch kommen. Ja, also ich würde sagen, dann gäbe es nicht sowas wie Ruhezeit, da gäbe es vielleicht sowas wie Ruhezeit, aber vielleicht nicht sowas wie, dass nachts halt alles irgendwie die Straßen leerer sind, aber also dass trotzdem noch was los ist, aber irgendwie alles insgesamt so ein bisschen leerer, das ist nicht so... Mhm. Also es gäbe vielleicht immer so eine Zeit, so es kennt ja so kennst du ja so den Arbeitsverkehr oder Dienstverkehr oder so. Oh Gott, legst du morgens hin und 2 Uhr nachmittags zurück, keine Ahnung. Voll Stau. Sowas gäbe es bestimmt immer noch, aber nicht mehr so krass. Mhm. Kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Oder Shopping und sowas. Die Läden halt immer so 2 Schichten, immer 12 Stunden oder 3 Schichten, immer 8 Stunden, je nachdem. Ich denke mal das zweite. Das zweite. Und, ja, ich denke mal 12 Stunden ist zu viel, sagen wir mal so. Ja. Also da geht's halt immer 3 Schichten und so und dann werden die Läden mal geöffnet und keine Ahnung. Dann wäre halt immer alles ein bisschen leerer und so weiter und so fort. Haha, leerer. bei uns wäre sowieso klar, mehr Videos, mehr Suchten. Auf jeden Fall. Und auch mehr Curve-Fieber. Und mehr Curve-Fieber. Musst du auch mal ein bisschen aufnehmen. Ja, bei mir geht das ja nicht, weil das laggt zu sehr, weil mein Computer ein Stück Scheiße ist. Also ich sag dir, 2015 wird so geil, wenn ich das Biest vom Computer hab. Das wird so geil. Und wenn der Manu auch eine Aufnahme kann, dann kannst du mir, also kann er dir ja die Aufnahme schicken vielleicht, dass du bei dir auch hochlädst oder so. Ja, aber ich sag euch Leute, 2015, wenn ich das Biest habe, mache ich erstmal ein Announcement-Video. Ja, also ich werde ihn einfach das Biest nennen. Wenn ich das Biest hab, dann mache ich erstmal ein Announcement-Video und dann kommen auf jeden Fall neuere Spiele. Weil da werde ich mir auch gleich dazu 3DS Capture Card und Wii U Capture Card oder sowas machen. Oh ja, das wird cool. Könnt ihr euch drauf freuen? Hm? Ich auf jeden Fall auch. Aber genug davon. Was hast du denn dazu noch zu dem nicht schlafen müssen? Hast du noch irgendwas? Ja, also ich würde sagen, das wird auch auf jeden Fall eine neue Zeitrechnung geben. Nicht jetzt wirklich so 12 Uhr abends oder so, würde eher heißen so 7 Uhr dunkel. Weil Nacht ist ja irgendwie so ein Wort von wegen, da schlaft man. Ja, stimmt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen die Nacht, die Zeit der Monster ist. Aber eher so der religiösen Sachen ist. Also quasi Nachtskirche. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Nacht so ein bisschen als, das wird sowieso, also als finstere Zeit angesehen wird. Dann werden die Kerzen wo halt die Leute beten oder sonst irgendwas machen. Religiöse und Sekten. Ja, das wird auch relativ gut hinkommen, weil wegen Kerzen anzünden auch. Richtig, genau. Und ich glaube, dass einfach die Nacht einfach ist die unheimliche Zeit, ist die Geisterstunde und so weiter. Es wäre immer noch irgendwie ähnlich wie jetzt, aber anders. Also doch anders. Halt ohne Bett. Ohne schlafen, genau.
Also ich würde mir dieses Leben gerne. Also 7 Uhr abends, okay, abends ist ja trotzdem noch, Nacht ist es ja auch noch. Ja, klar. Also 7 Uhr abends und sowas, auch 7 pm und 7 am und so gibt's ja, glaube ich, immer noch. Aber halt nicht mehr, wird nicht mehr mit Schlaf in Verbindung gebracht. Ja. Und nicht mehr mit müde sein und nicht mehr mit morgens wieder aufstehen und. Oh. Ich glaube, es ist einfach alles ein bisschen lockerer. Aber natürlich ist es das nicht, ist klar. Leider. Ja. Da frage ich mich gerade, gibt es Tiere, die nicht schlafen? Halt jetzt außer irgendwie so Einzeller oder so. Also ich habe mal davon was gehört, dass Fische, also manche Fische, also jetzt nicht Wale, weil Wale sind ja keine Fische im Grunde, sind einfach Säugetiere. Ja, echt. Also sind Fische, aber keine Säugetiere. Ja, mein Becken. Ich habe davon gehört, dass manche Fischarten, oder vielleicht auch alle, ich weiß nicht, dass manche Fische nicht schlafen, sondern einfach tagsüber stromaufwärts schwimmen und dann so ein bisschen ruhen, aber nicht schlafen und sich dann wieder zurücktreiben lassen, so ein bisschen nach dem Motto. Oder sich irgendwo festsetzen, wo sie nicht weggeschwemmt werden oder nicht mitgerissen werden, so irgendwie Steine oder zwischen Steine oder sowas. Dass sie dann einfach so ein bisschen ruhen und fressen. Ja, so Energiesparmodus-mäßig, aber nicht wirklich schlafen. Interessant. Und ich habe noch was gehört, das ist so eine Theorie, die von jemandem aufgestellt wurde, das habe ich schon vor ein paar Jahren mal im Radio gehört. Eigentlich ist Schlaf nur eine Angewohnheit und kann als eine Art Sucht angesehen werden. Das klingt natürlich einmal ziemlich kurios, aber Na, ich muss sagen, wenn ich mal im Bett liege, dann will ich auch nicht rausgehen. Ja, das stimmt. Das, also, dieser Wissenschaftler, ich weiß ja auch nicht den Namen oder so, gar nichts. Ich habe das, wie gesagt, nur mal aufgegriffen, so nebenbei. Das soll also mit einer Art Sucht verglichen oder mit einer Angewohnheit. Also, der hat irgendwie was gemeint mit Embryos im Bauch, dass sie auch nicht schlafen, sondern auch nur irgendwie 9 Monate ruhen oder halt mal treten, mal wach sind, aber auch nicht wirklich schlafen. Und dann wird denen von den Müttern eingetrichtert, geh jetzt schlafen. Richtig, und die Mütter kennen es ja auch nicht anders und es ist auch irgendwie in dem Erbgut schon da, dass sie irgendwann schlafen müssen. Das ist aber auch bei Tieren schon so gewesen. Aber damals, weil die ja von den Fischen abstammen, das würde halt irgendwie Sinn ergeben, weißt du? Weil wenn Fische wirklich nicht schlafen sollten, wir Menschen stammen ja irgendwie von den Fischen ab, so aus dem Wasser zumindest, würde die also irgendwie Sinn ergeben, oder? Ja, irgendwie schon. Dann würden die beiden Theorien sich vermischen, also sowohl mit den Fischen, dass sie nicht schlafen müssen, also dass halt wir halt auch theoretisch nicht schlafen müssten, und dann würde es irgendwie auch Sinn ergeben. Aber ich weiß es wirklich nicht. Wenn ihr vielleicht besser informiert seid, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Ist ja. Tja, ich glaube, mit dieser Theorie hast du die Videolänge gesprengt. Ja, Gott. Und ich würde sagen, im nächsten Part reden wir über ein weiteres Thema. Bis dahin, auf Wiedersehen! Bye.